zumindest irgendeine Aufgabe will ich mal erledigen und dann mal gucken. Wobei es hier noch so viel zu entkunden gäbe erstmal. Genau. Als nächstes musste ich zu der angesprochenen Quest melden. Gehen wir los. Von dir lassen wir gar nichts befehlen, Penner. Wäre natürlich jetzt interessant, ne? Hätte ich einen Mann gewählt, wäre das jetzt eine Frau? Wahrscheinlich nicht, oder? Wäre der gleiche Typ. Weil die Frau haben sie mir ja schon an die Seite gestellt. Da musst du immer drauf achten, heutzutage gleich, ausgeglichen und so weiter. Wenn auch nur eine Figur öfter vertreten ist, böse. Dann gibt's Stress. Jetzt hast du also Zugang zum Ausrüstungsladen und zum Versorgungslager. Besorge dir, was du brauchst. Danke! Wie viel Kohle haben wir? Wahrscheinlich gar keine, ne? Wenn du fertig bist, geh zu deiner Wildexpertin in der Kantine, um dich für die Quest zu melden. Okay. Erstmal... Wildexperten sehen sich die Hinweise der Forschungskommission an. Die folgen. Diejenigen, die sie für wichtig halten, werden zu Quests. Hey! Erstmal hier wo? Drüben. Dann wann? Achso. Nee. Ich roam jetzt mal ein bisschen frei. Das hier ist der Markt. Markt ist immer gut. Dass ich jetzt gerade mitten in der Ware stehe, nicht, aber egal. Hallo. Ja, mehr als Hallo sagen die jetzt auch gerade nicht. Was mit dir? Wie geht's dir? Ja, ein bisschen orientierungslos gerade, aber das ist am Anfang von einem Monsterhunter-Spiel immer so. Hallo, Fünferin. Was? Fünferin? Ich bin mindestens eine 9. Ich bin auf den Befehl des Kommandanten losgezogen, um die 5. zu retten. Tja, dich habe ich dabei nicht gesehen. Siehst du mal, ich habe mich allein durchgeschlagen. Wenn du nicht an Land geschwommen bist, wie bist du dann hergekommen? Geflogen? Haha, als ob. Ja, wer macht sowas? Sei vorsichtig da draußen. Warum? Wegen Vorratsladen. Hier ist kein Schwein. So, hier sind wir gleich in der Kantine, oder? Habe ich mich da verspekuliert? Verspekuliert. Offenkundig. Aha. Bist in Sicherheit. Freut mich. Ah, du musst die neue Starjägerin sein. Freut mich, dich kennenzulernen. Ja. Die Freude ist ganz deinerseits. Wie ihr euch mit einem so gefährlichen Drachenältesten wie dem Sora Magdaros anlegen und überleben konntet, ist mir ein Rätsel. Ich werde solche Aktionen auf keinen Fall versuchen. Meine Wildexpertin braucht unbedingt einen Namen. Sie muss sie einen geben und ich glaube, das will sie nicht. Oder will die? Oder Wilma? Wie nennen sie Wilma? Wildexpertin Wilma. Was haben wir hier? Da haben wir den Typen. Die alle wollen, dass wir sie kennenlernen. Hallo? Unser Lager im uralten Wald wurde von Sora mal total zerstört. Nun, ohne Lager können wir kaum Forschung betreiben. Ich hoffe, wir finden bald eine Lösung. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Ja? Wir bauen ein Lager, wie man es noch nie gesehen hat. Das ist ein Versprechen. Hallo? Wir haben darüber gesprochen, unser beschädigtes Lager wieder aufzubauen. Meine Güte, geht mir die auf den Sack. Es versteht sich ja von selbst, dass die Etablierung eines sicheren Außenpostens für effiziente Forschung unabdingbar ist.
Weißt du, da will ich so die ersten Folgen ohne irgendwie Stream und so ein Blödsinn spielen, damit ich meine Ruhe habe. Und dann ist da die so super ungeduldige Zuschauer emuliert und... Hey! 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 Listen! Ahoi! Wie habe ich mich geschlagen? Alles glatt gelaufen. Von Anfang bis Ende, nicht wahr? Tun wir einfach so, als wäre das letzte Problem nie aufgetreten. Als wenn das letzte Problem nie aufgetreten wäre. Wir sind alle heil angekommen, auch wenn einige nass geworden sind. Was ist mit dem einen Felin, der da so das ganze Schiff runter in die Flammen gestürzt ist? Der sah nicht so aus, als wäre alles in Ordnung, aber... Das ist wahrscheinlich nur meine Beobachtungsgabe, die da euch anderen Leuten fehlt. Deswegen bin ich auch die Elite und ihr halt nur die Kapitäne. Hör zu! Mhm. Hey! Schnauze. Ich muss über was Wichtiges mit dir reden. Mhm. Diese Kommission ist besonders, anders als deine bisherigen Verpflichtungen, vermute ich mal. Mhm. Es geht nicht darum, Drachennetz zu jagen oder für den Schaden zu bestrafen, den sie verursachen. Die Kommission will deren Stellung innerhalb der Natur verstehen und unsere. Darum geht es. Die Drachenältesten sind die Natur. Sie zu bestrafen ist so zwecklos, wie vor ihr davon zu laufen. Das nenne ich eine Jagd. Aber die Natur verstehen. Nun, das können wir schaffen. Wir werden echte Herausforderungen erleben. Die beste Vorgehensweise wird nicht immer klar sein. Was die Welt braucht, ist Harmonie. Aber bevor du Leben nimmst oder verteidigst, musst du es verstehen. Das macht dich zum Jäger. Pacific Rim, weißt du? Jäger und Kaiju. Hey! Schmiede war doch irgendwo anders. Da sind wir da lang gegangen und dann irgendwo da hinten oder so. Ich sage, ey, Orientierung ist in dem Spiel aber Glückssache. So, was haben wir denn da unten? Da ist eine Karte. Jetzt müsste ich nur wissen, welches Symbol für was steht. Und ich brauche unbedingt mal eine neue Brille. Das ist ja... Ich gehe mal hier hoch und gucke, was passiert. Boah, hey! Gut, hier wollte ich hin, so wie es scheint. Also hier soll ich hin, aber wohin ich will, ist woanders. Erstmal, hallo Kleiner. Was ist denn mit dir los, hm? Hey! Tut mir leid, Miaustrin, aber leider hast du keinen Zutritt zu diesem Privatraum. Warum nicht? Ich bin neu hier. Ich muss dürfen. Luftschiff-Ingenieur? Die fünfte ist also angekommen. Ja. Bitte noch mehr Begeisterung. Ausrüstungsladen. Schön, schön. Hier, bitte, Neuling. Mit einer so um dich geschlungenen Waffe siehst du schon eher wie eine Jägerin aus. Das hier ist der Ausrüstungsladen. Wir handeln mit einsatzbereiten Waffen und Rüstung. Wenn du so schnell wie möglich eine Waffe benötigst, aber keine Zeit hast, um Materialien zu sammeln, können wir helfen. Was habt ihr denn so Feines? Ja, ich glaube, die habe ich auch. Und die werde ich mir wahrscheinlich gleich selber bauen können. Von daher, danke, aber nein, danke. So, Rüstung. Ketten und Leder habe ich, glaube ich, Beda. Ausrüstung ändern, brauche ich auch nicht. Okay. War nett mit dir. Meister der zweiten Flotte. Na also. Das ist eine gute Waffe. Sollen wir sie ver... Ach, richtig. Du hast ja noch gar keine Materialien. Wir sind keine magischen Affen, die Dinge zusammenschlagen, damit Ausrüstung erscheinen. Wir brauchen Materialien. Also geh und besorge uns welche. Sehr gut, sehr gut. Penner. So. Nochmal da rauf, um zu gucken, wo das hingeführt hätte.
es führt uns im Kreis herum. Didelidelidelum. Hey! Was willst du denn jetzt? Meine Partnerin? Ja, doch. Hey! Da darf ich auch noch nicht hin, so wie es aussieht. Hallo Briefgeier. Du siehst aber lustig aus. Mal so einen kleinen Überblick hier verschaffen. Guck dir mal die Küste da unten an. Ich will nicht wissen, was da für Viecher drin hausen. So. Wassergebiet? Wüste. Wald. Krasse Felsen. Das wird eine Insel. Okay, hier kann ich nicht raufklettern, aus Gründen. Naja, weil ich hier überhaupt nicht klettern kann, wahrscheinlich deswegen. So, dann mal runter zu... Hey! Listen! Hey! So. Hey! Ja, wenn du essen willst, dann ess doch. Aber lass mich in Ruhe, geht gerade die Sonne unter? Habe ich schon so lange gebraucht oder ist das hier einfach gerade die Jahreszeit? Tageszeit! Also, Miss. Hey! Genau zur rechten Zeit. Ernsthaft? Okay, Partnerin. Jetzt geht's los. Die Gilde hat uns nicht grundlos zusammengebracht. Ab sofort bist du meine Jägerin und ich bin deine Wildexpertin. Ich bin das Brot für deine Butter. Kapiert? Ah, ja. Die erste Mission der 5. Flotte ist Untersuchung des Jagra-Gebiets. Dann müssen wir eine bestimmte Anzahl von ihnen erlegen, um das Gebiet zu sichern. Wir können aufbrechen, sobald du dich zur Quest der Jagres des uralten Waldes gemeldet hast. Bist du bereit? Worauf warten wir denn? Die neue Welt wartet auf uns. Da draußen wartet eine wilde neue Welt voller Wunder auf uns. Ich weiß nicht, ich fand den Namen Gildenliebchen irgendwie besser als Wildexpertin, aber meinetwegen. Was anderes bist du nicht. Gut, wahrscheinlich, wenn du mitkommst, ist das vielleicht ein bisschen anders, aber... Neue Quest bekannt machen? Zeig mal. Tutorial. Geh weg. Kategorie auswählen. Aufgaben und was anderes kann ich noch gar nicht auswählen. Okay. Was anderes kann ich noch nicht auswählen. Alter, da unten ist auch wieder das Symbol, was ich so gerne mir ansehe. Ja, doch. Quest akzeptiert. Geht gerade wirklich die Sonne unter? Okay. Ja. Quest Beginn, Quest Countdown. Ich will darum hoffen, dass die erste Quest ewig hat. So, Questschalter. Wir gehen auf die Jagd. Richtig, wir gehen auf die Jagd. Nein. Was? Ich möchte die Quest verlassen, ich möchte diese Quest aufbrechen. Ah, da. Hey, Meister. Das ist heiß. Du willst mir also noch nichts kochen. Na dann. Lomi, bist du bereit? Auf geht er. Zu fest aufbrechen. Müsstest du fest aufbrechen? Noch nicht. Vorher möchte ich einstellen, dass er das automatisch macht, weil wenn, ja... So, wo waren das? Manuelles Akzeptieren. So viel dazu. Da bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Viecher. Höchstwahrscheinlich. ...50 Minuten, ja, das werde ich wohl hinkriegen. Okay, das ist unser erster Auftrag. Sehen wir uns noch einmal kurz die Regeln für Quests an. Aber sicher doch. Regel Nummer 1. Erfülle das Ziel, um die Quest zu erfüllen. Das ist einfach, oder? Mhm. Jede Quest besitzt ein Ziel. Die Quest ist erst abgeschlossen, wenn das Ziel erfüllt ist. Unser Ziel besteht darin, eine bestimmte Menge Jagras zu erlegen.
Sehen wir mal auf die Karte. Dann sieh mal auf deine heißgeliebte Karte. Auf dem Weg zur Basis sind wir Yagras begegnet. Weißt du noch, die kleinen Monster? Nein, wie konnte ich das noch vergessen? Ich glaube, sie waren irgendwo hier. Willst du mal nachsehen? Mhm. Regel Nummer 2. Benutze die Vorratstruhe. Die Kommission gibt uns auf jede Quest bestimmte Objekte mit. Sie sind in der Vorratstruhe dort drüben. Sieh mal hinein und entscheide, was du mitnehmen willst. Alles, was ich mitnehmen kann. Allzeit bereit. Das meiste davon kann ich zwar am Ende nicht mitnehmen, aber manchmal... Ah, ja. Manchmal... Hey, Partnerin. Ich kann gar nichts davon mitnehmen, okay. Was haben wir denn hier? Simple Ration, immer noch. Erster Hilfetrank und leere Fiolen immer mitnehmen. Kann ich nicht einstecken, wieso nicht? Wieso nicht? Kann ich mehr tragen? Wieso kann ich nicht mehr tragen? Was habe ich denn alles? Kann mir mal jemand mein Inventar zeigen? Ah ja, okay, ich habe schon 99 Fiolen. Mein Fehler. Sorry. Lomi, bist du bereit? Ich bin auf alle Fälle vorbereitet. Nein, ich möchte ihn nicht zurücklassen. Ich möchte ihn mitnehmen. Hast du noch irgendwas Wichtiges, Frau? Nichts kann uns aufhalten. Okay, na dann. Genau. Aha. Ja. Sei vorsichtig. Ich muss mal kurz... Ach so. Klack, 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 klack. Verstehe. Und mit Dings kann ich den auswählen. Okay, dann würde ich gerne jetzt erstmal was Leeres auswählen, bevor ich versehentlich Tränke trinke. Junge. Du hast schon mal was von Schleichen gehört, oder? Was du da machst, ist jedenfalls keins. Halt deine Waffe vor dem Angriff bereit. Was du tun kannst, hängt davon ab, ob sie gezogen ist oder nicht. Hm. Wenn du erforschst oder Objekte sammelst, sollte deine Waffe immer weggesteckt sein. Kunststück, du. Ich werde Sammelpunkte und die Position von Monstern auf der Gebietskarte für dich markieren. Du kannst das als Schleudermunition nutzen. Großartig, um die Aufmerksamkeit eines Monsters auf dich zu lenken oder abzulenken. Boah, ich freue mich schon so darauf, wenn ich aus dem Tutorial raus bin. Ups, sorry. Ernsthaft? Ja, wollte ich schon sagen. Nein, steck bitte die Waffen weg. Ernsthaft? Jetzt kommen hier Viecher angeflattert? Naja, okay. Karte. Achso, das ist mein Munitionsrad. Das brauche ich ja überhaupt nicht. Naja, ich weiß. Geh du voran. Du weißt, wo es lang geht. Wäre zu schade. Wäre schön gewesen, wenn ich einfach so Wände hochkrabbeln könnte überall. Jetzt wird so langsam ohne wieder zu Ausdauer dem Monster, bist du was ich atemlos kenne. Und leicht verwundbar. Erfahrene Jäger behalten den Balken immer im Auge. Ah, du kannst Honig sammeln und ihn mit einem Trank mischen, um so einen Megatrank herzustellen. Ja, das hört sich jetzt vielleicht so blabla an, aber das gucken wir mal gleich nach, ob gerade schon so Objektbeutel Herstellungsliste. Megatrank. Nanu, ich dachte, ich habe gerade Honig gesammelt.
Herstellung? Ach so, der... Ah, der kann die Dinger mittlerweile selber herstellen, oder was? Deswegen habe ich jetzt schon Megatränke, oder wie? Nee. Doch, zwei. Ah, okay. Verstehe. Ist ja praktisch. Hier drüben! Ich weiß. Ein Rudel Yagras. Das sind die Monster, nach denen wir suchen. Mal sehen, wie du dich schlägst, wenn du auf dich allein gestellt bist. Hey, Leute! Wer will zuerst, hm? Okay, einer weniger. Ich bin mal so frech. Okay, ich bin doch nicht so frech. Man stört nicht beim Ausnehmen. Jetzt ist man nämlich das nächste dran. Sie laufen weg. Lass sie nicht entkommen. Lass entkommen, was ich entkommen will. Nimm dir so viele Monstermaterialien wie möglich. Benutze sie in der Schmiede. Ich weiß nicht, wie schnell die hier die spawnen. Wenn überhaupt. Hier drüben! Hör auf zu nerven. Nimm dir so viel, wie du brauchst, aber mach schnell! Was, soll ich jetzt auch noch mit dir reden, oder was? Offenbar nicht. Whoops. Nutze, was du kannst. Soll ich vielleicht die Viecher erstmal rankommen lassen, bevor ich irgendwie großartig Kombos versuche. Ich muss noch nicht mehr so viel töten. Zwei nur noch. Lass dich zusammen, okay? Nur rein. Okay, gehen wir nach Hause und erstatten dem alten Mann Bericht. So, wie ist denn das? Werde ich jetzt hier automatisch rausgeschmissen, oder? Finde ich gut, dass er sich gerade benimmt und sich angreift. Hoffe ich. Komm mir nicht zu nahe. Du weißt ganz genau, dass das nicht gut für dich endet. Was ist das nur? Egal, her damit. Quest erfüllt. War das jetzt Zufall, dass wir gerade in dem Moment rausgekommen sind? Ich glaube schon. Oder? Na egal. So, was haben wir dann alles bekommen? Wir haben bekommen... Ah, da unten. Agras Schuppe. Lederhaut, Lederhaut, Lederhaut. Rüstkugel. Cool. Jetzt schon? Rüstkäfer. Naja, für später. Bitterkäfer sind noch keine Rüstkäfer, aber so ähnlich. Und Knochen natürlich. Gut. Nein, ich möchte nicht alles verkaufen. Nein. So, okay, wie komme ich jetzt weiter hier? Das ist doch nicht. Also
Ah ja, okay. So kriegt man... Ja, natürlich. Boah, ich weiß gar nichts mehr. Wenn ich erst drin bin wieder im Modus, dann ist das hier alles kein Ding mehr. Dann macht's klack, 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 klack und dann ist alles weg. Ich finde die Steuerung gerade noch ein bisschen schwerfällig, aber das muss, glaube ich, so sein. So. Lomi ist auf Stufe 2,5, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Warum auch immer jetzt die Netzwerkverbindung überprüft werden muss, kann ich jetzt endlich online spielen? Das wäre es doch. Na komm, ey. Gut, dich zu sehen. Ihr habt beim Erlegen der Jagras gute Arbeit geleistet. Ihr Lebensraum hat sich nicht verändert, aber dennoch erhöht sich ihre Zahl. Verstehe. Aha. Ich spreche das Offensichtliche aus, aber die Jäger sind nicht die einzige Gefahr, die hier lauert. Jagras, nicht die Jäger. Sprache. Kenne sie. Wir haben zudem Berichte erhalten, dass eine... Was? Herde außer Kontrolle geraten ist. Kestodon, ah, okay. All das wohl deswegen, weil der Sorabla Land erreicht hat. Der macht alle wahnsinnig. Okay. Er wird eure Aufgabe sein. Es wird eure Aufgabe sein, sie zur Ruhe zu bringen. Wir möchten, dass ihr diese Kestodon-Herde untersucht und ausdünnt. Ich komme mit. Möchte nicht, dass euch was passiert. Du kannst jetzt Online-Sitze mit anderen Spielern zu Quests aufrufen. Okay. Sprachchat-Funktionen jetzt aktivieren? Nein. Okay. Jetzt, wo wir einige Materialien haben, lass uns doch zur Schmiede gehen und sehen, was wir damit anfangen können. Krass, wie viele Online-Sitzungen und so. Anmeldebonus? Informationen. Was? Horizon Zero Dawn Kooperationsinhalte sind jetzt verfügbar. Quest-Aktion der Wildnis ist verfügbar ab den 8.2. Okay. Besuch offizielle Website für Add-ons sind jetzt verfügbar. Lade kostenlose Frisuren und klassische Gesten runter. Ich erinnere mich an vieles. Okay. Rede mit dem Schmied. Finde den Schmied. Ist wohl eher so das Problem. Aber warte mal, ich gehe erstmal zum Hausmeister. Was? Haushalter? Hausmeister? Ich weiß nicht mehr. Wie hießen die? Ja, los, Lomi. Ey, Haushälter. Kammer 5, erste Flotte, bla bla bla. So, Addons und Boni, gib mal her. Daten werden gespeichert. Keine Addons, die ich abrufen kann, das ist ja geil. Dann halt nicht. Ich glaube, den Schmied suche ich noch auf und dann ist gut für heute. Das Reinkommen dauert eindeutig länger, als ich in Erinnerung habe. Okay, jetzt wo wir einige Materialien haben, lass uns doch zur Schmiede gehen und sehen, was wir damit anfangen können. Aber natürlich, sag mir nur, wo die ist. Ja, klar, nimm den Aufzug.
Warum nicht? Hey, Materialklempner, du. Da bist du ja, Fünferin. Wer ist denn da mit Materialienzeug? Komm nur her und willkommen in der Schmiede. Du wirst meine Dienste häufig in Anspruch nehmen. Das ist eigentlich ganz einfach, was ich mache. Wann immer du im Feld Materialien sammelst, nutze ich die, um sie zu Waffen und Rüstung zu verarbeiten. Komm einfach vorbei, wenn du was Neues oder was Interessantes findest. Hier, ich gebe dir diese Materialien als Willkommensgeschenk. Du kannst sie zur Verbesserung deiner Ausrüstung einsetzen. Willst du mich eigentlich verarschen? Erst sagst du mir ganz großspurig. Ne, geh weg. Hol Materialien. Jetzt komme ich an den Materialien und sagst, hier hast du Materialien. Also, was hämmern wir diesmal zusammen? Kein Video. Ja. Ausrüstung verbessern. Ausrüstung schmieden kann ja nicht. Kann nur verbessern. So, was will ich denn verbessern? Ich würde gerne mal meine Dings hier verbessern. Meine Zwillingsdinger da. Ja, 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 ja. So, was können wir denn machen? Eisenerz habe ich, glaube ich, nicht, oder? Habe ich Eisenerz schon? Offenbar ja. Zwei Stück. Gut, dann kann ich genau einmal meine Waffen verbessern. So lustig. Ich werde mir dann nämlich ständig wieder im Internet angucken dürfen, welcher Pfad wozu führt, damit ich weiß, welche Materialien ich für was brauche. Gut. Wie ich das schon von. Nee. Ausrüstung schmieden. Können wir da schon irgendwelche interessanten Helme oder sowas machen? Jägerset. Mhm. Der Knochensit. Das sind die Dinger, die ich nicht habe. Knochensit sieht aber erstmal brauchbar aus. Ja, ja, stell mal her. Ich habe jetzt jeden Knopf gedrückt, ich kann es nicht überspringen. Ja, bitte rüste mal aus, danke. Gut, Helm vielleicht nicht so ganz. Handschuhe, Kram, warum nicht? Das könnte ich theoretisch auch noch holen, aber das da sieht irgendwie lustiger aus. Was sieht mir denn da? Monsterknochen S und alter Knochen. Ja, komm, wir können das auch noch produzieren, wenn ich schon mal hier bin. So. Ja, ja. Weil jetzt da 6 Verteidigungen gegen jetzt 2. Okay, solange hier alle Werte schlechter sind, ist alles in Ordnung. Ja, ist ja natürlich klar, dass die. Ja. Deswegen baut man sich auf 6. So, Waffen an sich. Doppelkling. Können wir da irgendwas Cooles bauen mittlerweile? Die Knochenteile, da fehlen uns natürlich. Monsterknochen, die ich wahrscheinlich gerade für die ganzen anderen Knochenkram gemacht habe. Okay, gut. Monsterknochen brauchen wir also irgendwoher. Wahrscheinlich im Gebiet. Da muss ich dann warten, bis die Quest kommt von wegen Dingens. Erkundungstour in. So, Kantine, Schmiede, Handelshof, Versammlungsstätte. Kantine war der Ort, wo man die Quests annehmen könnte, oder wie? Richtig.
Okay, Karte. Da können wir aber noch nicht rein oder rauszoomen, oder? Ja, toll, wir können... Ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Gut. Speichere erstmal meinen Fortschritt. Ah, und werde mal gucken, wie es dann weitergeht, ne? War jedenfalls ein lustiger Auftakt. Ich komme langsam wieder rein in das Ganze für ein Jahr Monster in der Pause oder zwei. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ist das, glaube ich, jetzt gar nicht so übel. Ich erkenne einige Sachen wieder und es ist gar nicht so anders wie damals auch. Vielleicht erstmal ein bisschen überwältigend, weil der Bildschirm viel größer ist. Aber halt die Schrift dementsprechend klein. Wird schon. Gut. Von meiner Seite aus also als dann bis zur nächsten Aufnahme. Ja, keine Ahnung, wann die kommt, aber sie kommt wahrscheinlich. Ciao.